Leute! Was macht denn ihr schon wieder hier? Ich bin... Oh Mann, meine Brille. Ja, Moment. In meinem letzten Video ging es ja darum, jedes Filmende ever zu verstehen. Und im Prozess des Schreibens dieses Videos habe ich wieder ein paar filmtheoretische Bücher gewälzt und bin, während ich so über die Seiten flaniert bin, auf die Idee gekommen, dass ich auch genau über dieses Thema mal ein Video machen könnte, weil es bei mir auch ein Prozess war, mich auf viele filmtheoretische Bücher und Inhalte einzulassen, das zu lesen und daraus zu lernen, und ich wollte darüber reden und dann noch ein paar Bücher empfehlen. Das hatte ich zwar in einem etwas angenehmeren Setting vor als hier, aber wenn ihr hier rumsteht, ist es jetzt eure Schuld, dass es so ein bisschen halt. Also lasst es uns schnell machen. Aber erst muss ich gerade noch, oh mein Gott, hier ein bisschen rumräumen. Ich will jetzt auch gar nicht anfangen, den absolut perfekten Ratgeber zu inszenieren, der euch sagen will, was ihr lesen müsst, damit ihr Filme für immer verstehen könnt und damit alles besser wird. Ich soll eher darum gehen, meine Reise dahin, wo ich jetzt bin, zu framen und euch zu erzählen, was mir geholfen hat, mich so ein bisschen in diesem ganzen Pool an Filmtheorie-Kram einzufinden, auszukennen oder was auch immer. Mein Gott, wir reden jetzt halt über Bücher. Und das Erste, was ich an dieser Stelle sagen kann, falls ihr noch gar kein Buch gelesen habt, keins lesen wollt oder was auch immer ihr für euch selbst als Grund habt, euch nicht weiter damit zu beschäftigen, es ist völlig okay. Filme sind nicht grundsätzlich dafür da, wissenschaftlich seziert zu werden, sondern auch vielleicht einfach mal, um Spaß dran zu haben. Was nicht bedeuten soll, dass man eben jenes nicht machen sollte, weil es irgendwie immer cool ist, sich mehr damit auseinanderzusetzen. Und von da kam auch genau mein Motivationspunkt, dass ich erst so dachte, ja, warum finde ich Filme eigentlich, wie ich finde? Was ist genau die Wissenschaft dahinter? Wie funktioniert das so? Und ich habe auch gemerkt, dass es da irgendwie so sich wiederholende Thematiken gibt, aber ich wusste nicht so, wie man das einordnen kann. Und es ist ein bisschen angsteinflößend, fast schon dann am Anfang vor, einfach nur Film zu stehen und zu denken so, okay, wie mache ich das jetzt, dass ich da irgendwie für mich selbst ein Narrativ drin finde? Falls ihr in Filmliteratur, natürlich nur Sachbücher, einsteigen wollt, dann gibt es eigentlich nur einen Weg, um einzusteigen. Liest das Buch The Writer's Journey von Christopher Vogler. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht als Kopie hier, sondern habe es nur als PDF auf dem Computer. Aber das ist quasi der Startpunkt zu allem, was Geschichtenschreiben ausmacht. Es ist einfach die Zusammenfassung davon, was der Film oder das narrative Medium Film oder auch viele andere narrative Medien aus der Mythologie und Sagen entnommen haben, und fasst das auf eine extrem verständliche, auf eine extrem nachvollziehbare und auf eine extrem rudimentäre Art und Weise zusammen, von der aus man, wenn man das so ein bisschen mal drin hat oder es versteht oder das generelle Interesse ist, es ist einfach das perfekte Einsteigerwerk in meinen Augen. Und vor allem darüber hinaus ist es gespickt mit popkulturellen Referenzen, wo eben nicht nur erklärt wird, wie etwas funktioniert, sondern auch mit dem Finger drauf gezeigt wird und sagt, hier, so ist es in Star Wars, so ist es in Der Pate, so ist es in dem Film. Obwohl das eigentlich bei vielen Büchern, die ich jetzt noch vorstelle, der Fall ist. Und Christopher Vogler, der Autor von The Writer's Journey, bezieht sich auf eine Quelle, auf eine hauptsächliche Quelle, die er da über die Seiten weg im Buch immer wieder nennt. Und das ist auch mein zweites Buch, das ich grob vorstellen will, und zwar Joseph Campbell, A Hero with a Thousand Faces. Und was man dazu eigentlich nur wissen muss, ist, dass Joseph Campbell quasi der Urvater der mythologischen Erzählweise ist, der das alles rausgefunden hat, der sich Mythen und Sagen aus früheren Zeiten angeschaut hat und das irgendwie in ein Narrativ gepackt hat und gesagt hat, guck mal, so läuft das immer ab, das sind die mythologischen Eckpfeiler, auf denen unsere heutigen Geschichten alle fußen, und daher kommt auch im Groben diese drei Akte und der Held, der sich erhebt und was Besseres wird. Was ich aber dazu sagen muss, ist erstens, ich habe A Hero with a Thousand Faces selbst nicht komplett gelesen. Das ist auch eine Geschichte, auf die ich später noch eingehe, weil zum großen Teil muss man sagen, es ist schon ein sehr theoretisches und ein sehr trockenes Buch, weil es eben
viel weniger einen Filmbezug hat, als dann doch eher einen mythologischen Bezug, der auch wirklich Name-Droppings macht, wo man dann manchmal irgendwie vielleicht dann doch nebenher ein bisschen nachgoogeln muss und so, um dann doch vielleicht nochmal rauszufinden, okay, was hat es damit noch mehr auf sich? Und von daher kann man quasi A Writer's Journey, das ich gerade vorgestellt habe, als das filmische Kondensat von dem, was Joseph Campbell aufgeschrieben hat in The Hero with a Thousand Faces bezeichnen. Das macht die Writer's Journey von Christopher Vogler ein Stück weit zu einer Sekundärliteratur, aber als spezifischer Filmfan würde ich trotzdem eher sagen, geht mit Christopher Vogler und wenn ihr dann noch tiefer rein wollt, dann holt euch erst das, was Campbell so gemacht hat. Und bevor wir jetzt weitermachen mit den ganzen narrativen, storygetriebenen, theoretischen Büchern, will ich noch einen kleinen Exkurs machen, was ich erst vor kurzem komplett fertig gelesen habe, ist das Buch Film Lightning, in dem es, ihr könnt es euch schon denken, um Ausleuchtung, Beleuchtung von Filmsets, künstliche Ausleuchtung, aber auch mit natürlichem Licht von Filmsets an sich geht, was ein sehr komplexes, eine sehr komplexe Wissenschaft an sich ist. Und dementsprechend war das ein Thema, das mich sehr interessiert hat. In dem Buch redet der Autor Chris Malkiewicz mit unendlich vielen verschiedenen Cinematographern, also Kameramännern, die in Hollywood was zu sagen haben, und Gaffern, das sind die Leute, die sich primär um das ganze Licht kümmern. Es geht viel um die Abläufe, wie das alles gestaffelt ist, wer was zu sagen hat, wann welche Dialoge zwischen den einzelnen Departments stattfinden, aber es geht auch um sehr theoretische Ansätze und auch wie die praktisch umgesetzt werden, wie Sets wann ausgeleuchtet werden, wie man welche Situationen shootet, mit welchen Lichtquellen man am besten shootet, was die einzelnen Präferenzen von einzelnen Kameramännern sind. Und das ist vor allem das Allergroßartigste an dem Buch, dass es halt wirklich eine Perspektive aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln liefert, wo dann wirklich im einen Absatz Kameramann XY sagt, ich schieße sehr gerne oder fast nur mit weichem Licht und es ist wirklich das Beste, was man kriegen kann, weil es einfach immer gut aussieht und weil es viel verzeiht. Und im nächsten Abschnitt kommt dann ein Kameramann, der sagt, nee, weiches Licht wird bei mir nur irgendwie in den Sondersituationen oder für Hintergrundausleuchtung verwendet und alles andere muss hartes Licht sein oder irgendwie geblocktes Licht. Und das ist halt super interessant und da machen wir jetzt wirklich perfekt den Übergang zu allen anderen Büchern, die ich noch so anspreche. Denn ab hier muss ich sagen, ich habe mittlerweile vier Bücher zu wirklich im Detail Drehbuch schreiben, mehr oder weniger durchgelesen, bei denen ich jedes Mal zu einem bestimmten Zeitpunkt, an dem ich die chronologisch bzw. linear durchgelesen habe, an dem Punkt war, wo ich gemerkt habe, ich stimme bei manchen Punkten einfach nicht mit den Autoren überein, was nicht tragisch ist, aber dann hatte ich teilweise auch das Problem, dass ich irgendwie das Interesse dran verloren habe. Und dementsprechend, das ist jetzt alles ein Prozess von über einem Jahr, sag ich mal, habe ich mir selber irgendwie so eine Technik angeeignet, indem ich die Bücher jetzt mittlerweile eben nicht mehr linear durchlese, weil es ja auch Sachbücher sind, in die man jederzeit in jedes Kapitel einsteigen kann, es sei denn, es baut auf was anderes auf, was man aber auch in der Regel ausmerzen kann, sondern lese mir bestimmte Aspekte, sei es jetzt Character Work oder fürs letzte Video eben auch, was alle Autoren zu Filmenden und wie die miteinander verschachtelt sind mit dem Anfang des Films, lese ich mir halt spezielle Aspekte und Kapitel der Bücher durch und kann das dann quasi gegenlesen und nehme verschiedene Meinungen ein und kann mich dann selber viel besser einfinden. Und ich denke auch ganz ehrlich, wenn man jetzt als Starting Point Chris Voglers Writer's Journey hat, ist das auch irgendwie ein sehr erstrebenswerter Weg zu sagen, jetzt will ich mir meine eigene Meinung bilden, und deswegen fand ich auch das Buch über Film Lightning wirklich so gut, weil es dir eben direkt die Möglichkeit gab, dich mit verschiedenen Aspekten auseinanderzusetzen, verschiedene Meinungen zu hören und dir nicht vorgibt, guck mal, nur das ist richtig. Und dann kommen wir zu den Büchern, die ich jetzt alle in Betracht gezogen habe, für das letzte Video und auch für alle kommenden Videos. Buch 1, mein Liebling, muss ich auch sagen. Screenplay von Sid Field, habe ich schon unendliche Male auf diesem Kanal zitiert. Es ist wirklich ein sehr casual geschriebenes Buch, in dem es eigentlich um die Anleitung geht, wie ein Drehbuch geschrieben wird. Also es wäre quasi, wenn ihr ein Drehbuch schreiben wollt, dann ist hier drin die perfekte Anleitung, wie ihr, während ihr das Buch lest, mitschreiben könnt. Und auch hier ist es für mein Empfinden ziemlich einsteigerfreundlich. Ich würde sogar sagen, das ist das einsteigerfreundlichste Buch, wenn es darum geht, wirklich in die
Kunstform des Drehbuchschreibens einzusteigen, dass die halt wirklich en Detail erklärt, wie wird das eigentlich gemacht, womit fängt man an? Man kann nicht einfach anfangen und sein erstes Skript schreiben und dann ist es fertig. Nein, erst machst du das, dann machst du das, dann machst du das. Das ist Screenplay von Sid Field. Und das nächste Buch, was ich im letzten Video erwähnt habe, war Save the Cat von Blake Snyder. Auch ein Buch, das ich erst vor kurzem irgendwie zwischen die Hände bekommen habe. Danke an der Stelle. Das wirklich sehr verständlich und fast schon so ein bisschen patzig geschrieben wurde. Und der Autor schreibt auch manchmal irgendwie so ganz knauserig irgendwie in der Ich-Form, indem er sagt so, oh, und jetzt überlegt euch mal, was ich hier und da gemacht habe. Natürlich habe ich so gemacht. Und das macht das Ganze natürlich relativ easy wegzulesen, sage ich mal. Aber ich persönlich, es war nicht mein Ton so. Ich habe das Buch auch hier, das Buch habe ich jetzt wirklich überhaupt nicht komplett gelesen, aber in vielen Auszügen Kapitel gelesen und kann deshalb halt schon einschätzen, wo es hingeht, und ich will auch keine Buchreview machen. Und auch das ist eher so eine Anleitung, würde ich fast schon sagen, dafür, wie man ein Drehbuch schreibt. Geht auch so in die Richtung von Screenplay. Screenplay gefällt mir bei weitem besser, weil es für mich sich irgendwie persönlicher anfühlt und nicht so distanziert wie Save the Cat. Aber falls ihr nach einem Buch sucht, das euch den Einstieg auch, ich sag mal, zwischenmenschlich einfacher macht, wäre das vielleicht ein guter Einstieg. Wo wir gerade bei zwischenmenschlich sind, reden wir doch über Story von Robert McKee. Ein Buch, das, glaube ich, fast noch berühmter ist als Screenplay. Und ich würde jetzt mal einschätzen, so auf filmwissenschaftlicher Literatur Platz 2 oder 3 nach Writer's Journey und Joseph Campbells Hero with a Thousand Faces, weil Robert McKee so ein absoluter Drehbuchguru ist. Es gibt unendlich, vielleicht bevor ihr das Buch lesen wollt oder euch dazu entscheidet, es gibt unendlich viele sehr umfangreiche und große und lange Interviews auf YouTube mit Robert McKee, der eben auch so ein bisschen dieses alte Reibeisen verkörpert, irgendwie so dieses alte Drehbuchhandwerk irgendwie so aus den 70ern und 80ern, der dir dann irgendwie erzählt, so, ja, genau so muss ich das machen und genau so und hier müssen die Character Beats sein und genau das und jenes. Aber das ist auch so ein bisschen mein Knackpunkt. Ich habe in Story doch schon umfangreich reingelesen, aber ich finde, dass der oft ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen sehr faktisch schreibt und wirklich sehr auf seinen Standpunkten beruht. Vielleicht kommt mir das auch einfach nur so vor, aufgrund diesen Interviews, die ich kenne, die aber wirklich auch extrem empfehlenswert sind, die man an sich schon einfach mal weggucken kann. So nimmt man sich mal 2-3 Stunden und das passt auch schon völlig. Dementsprechend Story, ich werde das Ding auch irgendwann noch komplett lesen, aber ist jetzt nicht so komplett mein Fall, muss ich tatsächlich sagen. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Buch, das ich wirklich nur mal schnell in den Raum werfen will, das ich zwar besitze, aber selbst noch nicht so richtig reingelesen und noch nicht so reingefunden habe. Und zwar The Anatomy of Story von John Truby. Und das ist wirklich ein extrem umfangreiches und auch am anderen Ende des Spektrums angelegtes Buch im Gegensatz zu Save the Cat, weil es sehr analytisch, sehr theoretisch und sehr tiefgreifend ist und auch sehr, ich will jetzt nicht sagen artifiziell geschrieben ist, aber sehr bedeutungsschwanger und von dem, was ich jetzt mitbekomme, auch sehr fixiert auf Character Work, also wie man Charaktere durch die Geschichte treibt. Da ist zum Beispiel Screenplay von Sid Field eher drauf ausgelegt, wie Filme strukturiert sind, wie diese strukturelle Ebene bei diesem ganzen Drehbuchprozess funktioniert. Und ansonsten will ich noch über ein paar Sachen reden, die mir genau in derselben Sparte, aber in einem anderen Medium in der letzten Zeit oder generell auffallen. Denn wer dann dieses ganze Wissen, das er in den Büchern hat, irgendwie mal angewendet sehen will, dem empfehle ich nur wahrscheinlich den besten Kanal, was das angeht, auf YouTube. Lessons from the Screenplay, der auch eben genau diese Bücher, die ich jetzt vorgestellt habe, immer und immer wieder zitiert und dann eben in der Praxis quasi anwendet, wo man dann sehen kann, wie sich dieses Wissen anwenden lässt und wie sehr moderne Filme und Drehbücher dann eben doch genau auf solchen Sachen fußen und man das eben dann doch darauf zurückführen kann, dass es eben Formeln und wiederkehrende Muster auch in dieser Kunstform wie quasi in jeder Kunstform gibt. Und ansonsten habe ich vor kurzem noch, das muss ich auch noch dringend erwähnen, weil ich es großartig fand, ein Video gesehen auf Vimeo oder Vimeo? Keine Ahnung. Da hat nämlich der Oscar-prämierte Drehbuchautor Michael Arndt, der unter anderem zum Beispiel auch an Star Wars Episode 7 mitgeschrieben hat und Toy Story 3 und Little Miss Sunshine geschrieben hat, muss man sich mal vorstellen, einen eigenen Kanal und macht tatsächlich Videos über Filmtheorie.
Das ist ja eigentlich die Quelle aus erster Hand und die Videos gehen auch teilweise. Es gibt auch hier ein Video über Endings and Beginnings, das ich mir extra nicht angeguckt habe, bevor ich mein Video dazu gemacht habe, das ich euch nochmal sehr ans Herz lege. Das geht über eine Stunde und es ist, wenn es so ist wie die anderen Videos, die ich bisher von ihm geguckt habe, ich habe jetzt zwei geguckt, dann ist das pure Gold. Und ich verlinke euch das Video und den Kanal natürlich in der Infobox, genauso wie die ganzen Bücher, über die ich jetzt geredet habe. Und um noch ein kurzes Fazit zu ziehen, ist das Einzige, was ich euch wirklich mit bestem Gewissen ans Herz legen will, ist, wenn ihr euch für Filme interessiert, wenn ihr euch mehr dafür interessiert als nur ich gucke mal ab und zu einen Film und ich denke, wenn ihr auf meinem Kanal seid, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dann würde ich schon mal behaupten, schaut euch doch mal Writer's Journey von Christopher Vogler an, weil es ein großartiges Buch ist, weil es das Fundament ist, auf dem jeder Film steht, mehr oder weniger. Und das hilft euch einfach, mehr über das Medium Film zu verstehen. Und dann macht einfach einen Deep Dive. Geht doch einfach mal hin und schaut, was euch am meisten liegt, wo ihr am meisten Bock drauf habt. Und dann lest euch einfach rein, Leute. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr jetzt vorhabt, irgendwas zu lesen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch Tipps an mich habt, was ich vergessen habe, auch auf YouTube oder so. Und ich verabschiede mich, würde ich sagen, oder? Ich muss noch ein bisschen arbeiten, Leute. Tschüss! Oh, Achtung! Oh.